Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich, auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Assassinen und Templer zusammenarbeiten? So eine Frage. Aber sie kann sich ja darum kümmern. Wenn sie mir hilft und nichts passiert, ist alles gut. So, muss mal gucken, dass wir die Getreidelage bekommen. Ich tippe mal, dass sie gleich in so einem Wagen, will ich hoffen, in so einen Wagen einspinnen und dann so in den Docks drin sind. Schub. Schauen wir mal. Hey, kommt hierher zurück! Warum? Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Dann verfolge ich eben mein Boot. Seht nach Steuerbord! Los, gib dein Bestes! Oh mein Gott. Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich! Go. Achtung! Komm her, du feiger Bastard! Los! So, Wasserbrühen habe ich jetzt nicht so. Aber das alles klappt hier gerade. Jetzt läuft es ja noch. Aber es ist natürlich schon weit entfernt, 70 Meter. Aber ich komme näher. Okay. Ziel erreicht. Verzog die Bugleine! Kapitän! Teise. Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. Und? An die Arbeit! Okay. Ein Alarm auslösen. Schick mir in die Lage. Der Alarm wäre da. Okay, dann kümmern wir uns mal als erstes darum. Ab ins Wasser. Einen Moment mal. Jopp. Kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Nein, du warst vor mir. Du alter Quatschkopf. Das ist einer, der pennt, der da hinten. Der ist nervig. Ich
ich die nicht wegkriege. Was ist das denn? Zack. Das haben wir. Alarm können sie nicht mehr machen. Traum. Ich erwiss dich schon, du Rechter! Ich sehe. Ja. Bist du's noch? Schau da! Halt ja. Na, wo bin ich? Wo bin ich? Du gemäßigter! Wo bin ich? Na schön, komm raus, du mordgestatter Bastard! Uhrensohn! Na! Wo bist du? Na schön, komm raus, du mordgestatter Bastard! Tschüss. Bestehlen oder töten? Deine Mama. Keine Ahnung, wer das war. Aber ich bin weg. Und da du nicht weißt, wer ich war, kannst du nichts sagen. Und dein Plan ist auch futsch. Beziehungsweise deine Befehle. Und deine Befehle sind mit mir futsch. So. Ich trinke jetzt auch meine Buddel Bier hier. Mal gucken, ob Elise was rausgefunden hat in der Zeit. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Das wissen wir natürlich nicht, was er da vorhat. Kein Wasser berühren, kein Alarm auslösen. Tipptopp. Erledigt. Was machen die denn da? Hm. Oh. Dip. Ich komm schon. Weg. Also hab dich. Na, danke schön. So. Stand da jetzt für eine Mission, die Horta? Jo. Reiseziel. Na, aber guck mal, was es immer für Folgen werden. Wir werden immer so. Aha. Zwischen 10 und. Ich hab jetzt gerade überlegen. Hätte ich eigentlich vorher schon sagen sollen. Zwischen 10 und 15 Minuten machen wir wieder. Wenn nicht sogar maximal 20. Das kommt darauf an, wie die Folge geschnitten ist. Das gesamte Folge oder wo es gerade passt, weil ich muss ja auch immer
alles zusammenfriemeln. Vorsicht. Wie komme ich denn jetzt? Hier, ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich hier rauskommen? Außer dass ich hier rüberkletter. Ist ein bisschen affig. A little bit affig. Da kommen wir wieder hin. Baum. Baum. Haus, 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 Haus. Ich bin ein kleines Äffchen. Kleines Äffchen. Yeah. Banane. Was kam da für eine Meldung? Obwohl, wir können eigentlich... Zack. Was war da? Tipp, 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 tipp. Hi! Legendärer Verdomo-Hank. Mal schauen, was die Lysos gefunden hat. Marie-Levecks Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais de Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Na, ich hoffe mal, ich werde nicht geschnappt. Ah, okay. Also sie ist unser nächstes Ziel. Tot oder lebendig? Tot anscheinend. Latour fehlt mir aber noch. Welche Optionen bleiben uns? Hilfe, Hilfe! So helft mir doch! Drück das Pulver raus! Okay. Bitte eine Aufruhr. Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Da ist sie. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Okay. Im zweiten Stock. 47 Zugänge, 3 Fundstücke, 9 Alarmglocken, 60 Wachen. Oh mein Gott. Okay, kriegen wir hin. Einen Moment, Überlegungszeit.